Endlich können wir unsere Aufmerksamkeit der wahren Mission wieder widmen, nämlich zum Sternpfad zu watscheln. Jajau, ist ja nicht so ein Ding, ne? Also ist ja nicht so, dass wir da noch nicht waren, ne? Aber jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, meine Sternsplitter auszugeben für Orden. Und die Orden, die mir Peach geschickt hat aus ihrem Palast, kann ich jetzt mal auch abholen. Endlich mal, nicht wahr? Die landen nämlich hier. Kampfwut. Und Meditation. Ist ja nicht so, dass ich die schon hätte oder so. Okay. Ah, sieh an. Ja, ich weiß. Eigentlich soll die ja... nein, das ist die falsche Scheiße. Entschuldigung. Hier will ich lang. Genau. Och, ich muss die... Och, nein. Boah. Echt zu klein zum Treppen gehen. Oh, ein kleiner Knubbel. Ich bin der berühmte Mallow. Mallow, mein Herr. Wenn du die Sternsplitter besitzt, würdest du sie wohl gegen ein paar coole Ohren eintauschen. Wie wär's, wollen wir? Welche Ohren hättest du denn gerne? Zoltok. Verhindere, dass du von einem Erstangriff getroffen wirst. Gar nicht schlecht. Glück gehabt, hin und wieder werden Gegner Mario verfehlen. Okay. Kuckuck, zeigt die KP deiner Gegner. Und... ist eigentlich schon recht praktisch. Ich überleg's mir gerade, ob ich sie mir hole. Aber erstmal lese ich die anderen. Gegner, die Mario berühren, allein Stromschaden. Okay. Nee, brauche ich nicht. Nee, Geld, Geld. Mario hat doppelt so viele Münzen wie sonst. Und Kraft Plus ist das teuerste. Gut, dann hole ich mir einfach mal Kuckuck. Kuckuck! Beträgt 3. Das ist okay für mich. Warum tauschen wir nicht noch etwas? Nö. Und ich habe einen Orden abgelegt. Deswegen kann ich mir auch Coco gleich leisten. Nämlich, ich habe... Haben wir das jetzt hier schon gesehen? Ne, haben wir noch nicht. Na komm. Hier, ich habe den Feuerschild abgelegt, weil ich sehe da drin keinen Sinn mehr. Es kommen sowieso nicht mehr wirklich Feuergegner. Hoffe ich zumindest. Und das reduziert ja nur den Feuerschaden um 1. Und wenn ich auf brennende Gegner springe, kriege ich keinen Schaden. Aber der Eis-Power-Schild ist da eigentlich besser. Erhöht meinen Schaden gegen feurige Gegner um 2. Und ich kriege auch keinen Schaden, wenn ich auf feurige Gegner springe. Also Einsparung, ja. Jetzt habe ich Kuckuck. Jetzt kann ich die KP des Gegners sehen. Ja, ja. Ist schon praktisch. Ist schon praktisch. So, aber jetzt widmen wir uns. Sushi hat sich durch den Boden geglitscht, aber... alles klar. Jetzt widmen wir uns der wahren Aufgabe wieder. Ah, jetzt sind wir mal hier, ohne dass ich eine ROM habe, nicht wahr? Jetzt ist nicht alles Englisch und stürzt ab. Naja, die Anfänge von Paper Mario habe ich noch mit einer ROM gespielt, auf dem Emulator. Aber das ist lange her. Jetzt widme ich mich wirklich dem wirklichen Leben des Spiels wieder. Und benutze kein Project 84 Emulator mehr. Warum hat man ja in meinem Kongress Bad Friday Let's Play gesehen? Wieso ich den jetzt so verabscheue? Ja. Ja, auf jeden Fall. Scheiß Weg. Nee. Ja, sehr schön. Was zum... Ich dachte schon, die Dinger drehen sich hier, aber das sind ja nur Sternso-Abbildungen, die so drauf sind. Ach, egal. Mario, kannst du mich hören? Wer hat da gesprochen? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Alte. Ich würde den Eingang zum Sternweg öffnen. Betritt diesen Pfad ohne Furcht. Der Sternweg führt dich direkt in den Sternenhafen. Wir 7 hohen Sterne erwarten dich dort. Wir wollen dir dort all unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Denn nur dann wirst du in der Lage sein, gegen die Macht des Sternstabs zu bestehen. Wow. Magic! Wow. Wir warten gespannt auf dein Erscheinen, Mario. Eile zum Sternenhafen. Du tapferer Schnauzbartträger. Aber natürlich. Wow. Alter, muss dir nicht schlecht werden? Wow. Cool. Hier sieht's aber cool aus. Wow. Das sieht... wow, feurige... ja, es kommen keine feurigen Gegner mehr. Nein, es kommen keine feurigen Gegner mehr. Nein. Gut. So viel dazu. Hey, die gehen gar nicht schlecht. Punkte. Bam in your face. Oh, fuck.
Was? Der hat sich geteilt? Nee, warte mal. Waren das die ganze Zeit schon drei? Ich habe eben nur zwei die ganze Zeit gesehen. Hat er sich geteilt? Wow. Hey, da macht aber Schaden. Der hat sich geteilt. Fick dich. Du bist ein Homo-Fürst der Gerechtigkeit. Jetzt ganz ehrlich mal. Ach, fuck, jetzt kann ich... Ach, Mann. Wow. Wow, ich mache den 5 Schaden, wenn ich drauf springe. Und wenn ich richtig springe, sogar 10. Bam. Alter, die haben ja keine Chance. Oh, no, no, no. Saftige Sternpunkte. Wow. Oh, mein Stuhl knackst wie so eine alte Schachtel, ey. Zack, 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 zack. Das ist, sieht echt cool aus. Also, boah. Wow. Komm her, ich will trainieren. Ihr seid perfekt zum Trainieren. 1, 2, 3, 4, hier bin ich mal wieder. Und zack. Und so viel dazu. Was? Du teilst dich ja schon wieder. Warum? Warum tust du das? Dafür spuck ich dir in dein Gesicht. Bleh. Nein. Bing bong. Aber man muss es vom Vorteil sehen. Die sind nicht stark und man kriegt dadurch eigentlich voll viele Erfahrungspunkte. Also, why not? In your face. Also, wer diese Chance sich ausgehen lässt, hier zu trainieren, der hat einen an der Waffel. Uiuiuiuiuiuiui. Komm, noch ein Gegner. Ihr seid so einfach und gebt mir so viele Punkte. Yay. Ah, es macht so Spaß. Zack. Trainieren leicht gemacht. So. In your face. Ja, komm her. Nein, nicht mein Partner. Dein Partner wurde verletzt und kann sich nicht bewegen. Naja, kann man nichts machen, nicht wahr? Und dafür wurdest du aber auch verletzt. Nein. Zong. Oh, ihr seid so niedlich. Und tschüss. Blub, 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 blub. Sushi, wach wieder auf. Wir haben gewonnen. Ja, das haben wir. Wir. Zack, 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 zack. Ah, diese ganzen Münzen, die man auch noch da kriegt, ey. Göttlich. Hey, Wölkchen und irgendwelche Lampen oder so. Und es geht weiter. Ach, wir sind angekommen. Guten Tag oder vielleicht guten Abend. Im Sternhafen siehst du zu jeder Zeit einen Himmel voller Sterne. Früher konnte man viel mehr Sternschnuppen sehen, doch das war, bevor der Sternstab gestohlen wurde. Oh, damals war die Schönheit dieses Ortes einfach unvergleichlich. Oh. Sieht immer noch sehr schön aus hier. Oh, ist das geil. Das Tod aus. Hallo, brauchst du eine kleine Pause? Bitte ruh dich aus. Ah, jetzt will ich aber himmlisch schlafen. Ah, oh, nicht schon wieder auf Steinen schlafen. Naja, was willst du machen? Immer diese Holzbetten. Hast gut geschlafen? Pass auf dich auf. Tschüss. Ja, ganz super. Wo geht's jetzt lang? Hier gibt's mehrere Wege. Ich sollte vielleicht mal spoken. Das habe ich so getan. Super. Okie dokie dokie. Okie dokie. Ach, hier ist der Laden. Na, wie fein. Ach, hier ist doch sicher Sternwind ganz billig, weil ihr doch andauernd Sternschnuppen habt, oder? Oh, 15. 25 für einen Lebenspilz. Ha, ist das geil. Hol ich mir. Also, das ist mehr als akzeptabel. Ihr habt ja Spottpreise hier. So, noch einmal. Zack, dann... ich mir ein paar Mal Ahorn Zero, also ich habe ja das Geld, warum nicht, ne? Nein, ich habe zu viele Items dabei. Aber ich kann, also da werde ich zur Frau, da muss ich einfach shoppen, wenn ich so billige Preise sehe. Nein, mein Schatz. Gut, die Sternwinde lagern wir erstmal, denn die brauchen wir jetzt noch nicht. Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe 2 Lebenspilze, ich habe mir offscreen eingekauft, aber der war noch teurer. Ja, ich weiß, ich war dumm. So, jetzt habe ich 3 Lebenspilze, so viel ist sicher.
Und ein paar Sternenwinde. Ah, und sie bleibt drin. Die Pilze können auch drin bleiben. Super. Und hier vorne nehme ich mir auch ein paar. Und noch ein bitte. Zack, so. Wie viel... Ah, und... Hallo, ich will... So. Ach so, habe ich mir einen geholt. Okay, dann noch einen. Super, jetzt sind wir so, jetzt haben wir geshoppt bis zum geht nicht mehr. Und haben immer noch viel Geld. Naja, wow. Zacki, die zacki, die zack. Ach, eine Wohnung nehme ich an. Alter, was für Wohnungen ihr habt. Die Nachricht von der Rückkehr der Sterne hat mein Herz mit Freude erfüllt. Alles, was wir uns jetzt noch wünschen, ist, dass auch der Sternstab wieder zu uns zurückgebracht wird. Ist das nicht eigenartig? Ein Stern, der einen Wunsch äußert. Ja, ja, sehr eigenartig. Aber da kannst du nichts gegen machen. Ist halt so. Ihr habt auch eure Bedürfnisse. Aber kein Geld. Also werden euch die Bedürfnisse nie erfüllt werden. Tja! Nein, mein Scherz. Ich bin nicht so böse. Gut, dann treten wir mal den zweiten Bereich, würde ich sehen. Würde ich sagen, nicht sehen. Ich trottel. Ah, Cutscene. Oder, naja, es gibt ja keine richtigen Cutscenes hier. Ach, hier ist der, hier ist dieser Ort im Intro, der, dieses Sternhafen-Zepter-Dings-Gedöns, wo der Stab aufbewahrt wurde. Ja, ja, das, diese Kuppel aus dem Intro, hier erinnert euch. Da sind sie, die hohen Sterne, hey, ihr seid alle wieder vereint. Muss nicht langweilig für euch sein, hier rumzugammeln. Mario, du hast es geschafft. Die Zeit ist gekommen, den Kampf gegen Bowser zu wagen. Und nun, halt still, während wir sieben unsere Kräfte fokussieren, um dich mit der Allmacht des ewigen Himmels zu erfüllen. Wow, das hört sich cool an. Hätte ich nicht auf dem Podest stehen sollen? Wow, 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 ich fühle die Macht! Mein Bart ist größer geworden. Mario lernt den Sternenstrahl, oder nur den Sternstrahl. Setzt du diese Kraft ein, kannst du die Macht des Sternstabs aufheben, sobald Bowser ihn einsetzt. Und noch etwas. Ich habe noch ein Geschenk für dich, das sich sicher als nützlich erweisen wird. Was könnte das sein? Eine Walnuss? Nee. Irgendwas. Was ist das? Dann sag mal an. Dies ist der legendäre Sternen... die legendäre Sternenbarke vom Sternhafen. Bowsers Festung schwebt am höchsten Punkt des Himmels. Mit dieser Barke kannst du sie erreichen. Klettere an Bord, auf zu Bowsers Festung. Wir sind immer an deiner Seite. Wann immer du im Bedrängnis bist, rufe uns herbei. Wir werden dir helfen. Ah, danke. Aber, naja, ihr wart alle nett und so, aber bist du stark, klar? Immer doch. Wuhu! Das geht aber ab hier. Yay! Boah, richtig abflitzen hier, Mann. Das ist Mario Kart im Weltall. Davon lasse ich mir nichts nehmen, ey. Das geht ab wie Luze. Seht, eine Sternschnuppe. Prinzessin, komm zurück. Prinzessin, komm zurück. Prinzessin, komm zurück. Hast du dir etwas gewünscht? Ich hoffe, deine Träume werden wahr. Ich auch. Naja, ich bin halt keine richtige, aber naja. Ich will die Prinzessin sehen, ich will die Prinzessin sehen, ich will die Prinzessin sehen. Und mit ihr ein Quickie haben, nein. Oh Gott! Ich will Pilzkuchen essen, ich will Pilzkuchen essen, ich will Pilzkuchen. Om nom nommen. Tonnen davon sogar. Oh Sternschnuppe, bitte erfülle meine Wünsche, bitte, bitte. Pilzkuchen stelle ich mir nicht gerade lecker vor. Wuhu! Alter, das geht richtig ab hier. Trotzdem bin ich kein Sternschnuppe. Ey, wir sind da! Haha! Endlich sind wir... Warum fliegst du da rein? Hallo, du kannst auch oben beim Schloss landen, Mario. Egal, Showdown unter den Sternen beginnt. Und wer der Schatten ist, kann man sich ja wohl denken. Was kaut der da so rum? Was kaut der da? Hallo, lass das. Kapitel 8 hat begonnen. Checkst du's nicht? Eieiei. Oh, Super Mario World. Bekannt. Diese komischen Clownskutschen oder wie die heißen. Wir sind da, wir sind in Bowsers Festung angekommen. Aber jetzt mal ehrlich, warum ist Mario nicht gleich nach oben geflogen? Am besten gleich aufs Dach. Das doch, Bowser. Nein, er muss nach ganz unten im Keller landen. Ist ja typisch Mario, ne? Hm.
Nein, Bildschirm ausgegangen. Fuck, mein Bildschirm ist ausgegangen. Ist der Ton noch alles da? Hört sich noch eigentlich? Ganz gut an, ja? Naja, der Part ist sowieso zu Ende. Wenn eine Zaunverzögerung da ist, entschuldige ich mich. Wenn nein, dann ist gut. Komme ich da hin? Aber wie soll ich denn dann den Orden kriegen, wenn ich da nicht hinkomme? Na, die Tür ist sowieso zu. Wie soll ich denn da reinkommen, bitteschön? Hallo? Abgeschlossen, du kannst sie nicht öffnen. Ah, hier ist ein Weg. Ach so, Okay. Och nö, ich mag euch nicht. Ihr seid böse. Und das ist wirklich so. Wow! Fuck, 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 fuck. Bam! Die sind böse. Die haben nämlich eine Mordsverteidigung, bin ich der Meinung. Eine Verteidigung von 3. Wow. Lal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 
So, jetzt hast du aber keine Verteidigung mehr, hä? Hä? Oh ja. Das geht jetzt voll in den Magen. Oh. Ich will aufsteigen. Lalalala. Aber ich muss sowieso den Part beenden. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt noch einfach eiskalten Kampf machen, damit ich aufsteige und dann den Part beenden. Na, zack. Skill. Bam. Oh, fuck. Fuck. Hm. Das ist schlecht. Obwohl, vielleicht ja doch nicht. Zack. Bam. Auf jeden Fall können wir jetzt einen besiegen. Hey, was zum Skype-Geräusch? Fail. Okay. Was? Fuck. Bringt ja nichts. Oh, Mann. Na, komm. In your face. Das wird eine lange Runde. Obwohl, nee, fuck, was mache ich da? Ich bin so ein Trottel. Oh, nee, wisst ihr was? Pass auf. Oh, er ruft seine Mama. He's crying for his mama. And heal tags. Gut. Dann mache ich das jetzt nämlich so. Mit Sternensturm. Haha, hier bin ich, mein Sohn. Nombi, dombi, dombi, dibi, blö. Batz, batz, batz. So, die zwei hätten wir aus dem Weg und Lucky Lester übernimmt den letzten. Dann mal los. Voll in die Fresse. Damn! Nein! Boah, 20 Stück, ey. Bam, bam, bam. Oh, schöne Sache, schöne Sache. Ich erhöhe die BP. Auf 40. 40 ist eine schöne Zahl, schöne Zahl, schöne Zahl. Und ich muss den Part beenden. Wo bleibt nur die Zeit? Ja, das frage ich mich wirklich, denn es sind schon wieder 22 und 30 Sekunden um. 22 Minuten und 30 Sekunden knapp. Also, aber erstmal bestimmt. Hab mich verschluckt. Oh, nee. Hab mich verschluckt. Entschuldigung. Bis zum nächsten Part.